letzte Generation der Jedi. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich war allein an das ziemlich lange und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Hey, BD-1. Ich bin Cal. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Order 66 aus. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auch dich verraten. Niemand stoppt das Imperium. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt?
Bereich ist abgeriegelt. Nennt euer Anliegen. Zeit sehen. Ich hab die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi. Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Ja. Wärst du doch mit dem Rest deiner Leute gestorben, Verräter. Und wo ist die Übergabe? Docks. Solche Geschäfte macht man am besten im Dunkeln. Sicher. Aber was hält den Senator davon ab, uns den Gefangenen abzunehmen und uns in eine Skylane zu werfen? Er muss diese Sache geheim halten. Ja, alles klar. Er umgeht die Inquisitoren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau wie wir. Dieser Bezirk ist abgeriegelt. Auf Befehl von Senator T'Jan. Hier lang. Wir machen einen Umweg. Das gefällt mir nicht. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Ich habe Rechte, wissen Sie? Gehen Sie freiwillig oder wir verhaften Sie. Wir sind Bürger, so können Sie uns nicht behandeln. Ja, sagt mir. Ebene 2046 hat schon bessere Tage gesehen. Krieg ist teuer. Irgendwer muss ihn bezahlen. Guten Tag. Ich bin Senator Garrosager. Es ist schwer genug, in dieser Galaxis über die Runden zu kommen. Nicht, wenn man der Propaganda glaubt. Schnauze, Gefangener. Das sind die Eckpfeile des Imperiums. Aber wie können wir Fortschritte machen, wenn Terroristen... Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage zeigt er sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Gut, dass er für uns eine Ausnahme macht. Tja, wir haben etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Ich seh's! Den haben Sie am Kontrollpunkt schon gescannt. Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Und schon geht's weiter. Achtung! Für Ebene 2046 geht auf Befehl von Senator Sajan ab sofort eine Ausgangssperre. Räume sind gestraft und bleiben Sie bis auf weiteres in Ihren Häusern. Jede Zuwiderhandlung wird zur Inhaftierung durch die Sicherheitspatrouille. Komm hierher, Jedi. Der Rest von Ihnen bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen? Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem schakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Jedi müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Es ist immer schön, einen Fan zu treffen. Hier entlang, Jedi. Durchbrechen. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Der Gefangene muss in einwandfreiem Zustand sein. Der Senator hat verlangt, dass ich ihn den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Droiden. Aua. Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltener Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen.
Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern, Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, sodass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norsit. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Saw Gerrera gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Das geht nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Haltet den Jedi auf! Kommt und holt mich! Ist das alles, Senator? Kommen Sie raus, dann reden wir! Tötet den Attentäter! Nicht nachlassen! Oh, Zubin! Ich werde dich bluten lassen! Ein ordentlicher Treffer. Dafür wirst du bezahlen. Oh nein. Ich glaube, jetzt ist er wütend. Nicht so schnell, Senator. Los, BD. Jetzt kommt er zu uns. Das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng! Festhalten! Alles okay. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Das war knapp, Kumpel. Das ist nicht dein Fehler. Wir holen die Yacht schon ein. Doc, Doc. Wo ist der Senator? Seine Yacht ist weg. Siehst du sie? Negativ. Mach Meldung. Was ist mit dem Gefangenen? Vielleicht beim Senator. Oder er ist gestürzt. Ich will eine Bestätigung, bevor die Kommunikation des Senators wieder online ist. Siehst du was? Noch nicht. In diesen Docks müsste mittlerweile ein ganzes Platoon sein. Vielleicht war das eine koordinierte Attacke. Ja, Mann. Was war das? Wir müssen weg, BD. Da ist er. Ausschalten. Eure. Schnappt ihn euch. Oh.
sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? Wir müssen diese Yacht vor dem Imperium finden. Welche Informationen der Senator hat. Ich hoffe, sie sind das Risiko wert. Du gibst die Hoffnung nie auf, was, Kumpel? Haben wir das Ziel im Blick? Noch nicht! Vorwärts! Los, los, los! Dort können wir uns ausruhen. Machen wir eine Pause. Bleiben wir in Bewegung. Bitte nicht. Ich flehe Sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht! Erschießt ihn!